Boah, Schüler. Das könnt ihr eigentlich. Mir geht's schlecht. Neti ist abwesend. Also, warum sollte man es einem schlecht gehen? Hier soll keiner traurig sein. Vielleicht bin ich so schlecht, weil ich keine ordentliche Kombo schaffe und deswegen nicht hell genug ist. Das kann sein. Es wird ja immer heller, je besser ich das mache. Dann habe ich das eh nicht mehr, das ehrlich erwischt. Ich war schon wieder an dem L vorbei. In welcher Schule war ich? Auf einem Gymnasium. Mehr Infos wirst du garantiert von mir nicht bekommen. In Deutschland. In Deutschland. Es sei denn, du willst noch meine Kontonummer haben, meine Handynummer, meine Konfektionsgröße. Ansonsten einfach auf einem Gymnasium. Jan übrigens auch. Ja. Irgendwie kriege ich das nicht so ganz hin. Machen wir mal ein anderes Level. Und wir gucken, wann das meiste, was ich gefangen habe bisher. 17. Bei eben hatte ich, glaube ich, 19, ne? Ja. Versuchen wir wenigstens mal 20. Jetzt will Jan das wissen. Ja. Schnell sein. Auf der Pika-Trainerschule, natürlich. Saganabis. Das habe ich auch früher mal falsch geschrieben, weil ich dachte, das heißt Sagnabis. Wir wollen alles wissen, das weißt du doch. Ja. Apokalyp. Das ganz seltene Pokémon da aufgelistet ist. Weiß nicht. Aber es war wieder zu langsam. Wieder bei 19. Immerhin. So close. Kannst du mal gucken, ob es auf der Liste ist. Ja. Nein, ich ignoriere dich nicht. Aber du bist nicht die einzige Person im Chat, deren Nachrichten ich lese. Und manchmal gucke ich auch einfach auf den Bildschirm. Dann will's wissen, auf Kika. Na? Na? Ne, da kommt nichts. Gut. Na dann. Ja. Ist hier mittlerweile Gold verfügbar? Nein. Gehen wir zu S. Sollte jetzt ein bisschen nachholen, ne? Mhm, aber es kommt eher darauf an, dass du Pokémon sammelst. Weil für die schaltet man ja Sachen frei. Da kann ich noch 3 Kronjuwelen bekommen. Aber vielleicht ist es einfacher, die Sachen zu machen, die Bronze sind. Stimmt, das sind auch ganz viele, sehe ich gerade. Mhm. Die G-Villa. G-Villa. 6. Serie und erforsche Gänge am ersten Anlauf. Na dann. Das seltene Pokémon war Lord Helix. Ja. Wenn die Pika-Armee eine Armee mit Fire Emblem-Klassen wäre. Ja. Das ist natürlich verkackt. Was? Wäre ich dann Lord? Schlüssel? Achso, ja, stimmt, Schlüssel. Weil Anführer? Oder wie in Conquest, Lady Svenja. Raum. Ich glaube, ich war zu schlecht. Das war keine 6er-Serie. Ja. Machen wir das nochmal von Anfang. Jetzt bin ich aber gespannt, wenn ihr in der Pika-Armee eine Fire Emblem-Klasse hättet. Also, weiß ich nicht, Scharfschütze, Magier, was weiß ich, welche Klasse hättet ihr? Ich will ja schon gerne irgendwas mit Magie. Was? Achso, da war der Schlüssel schon wieder im Weg. Na gut, dass Kai Schwertmeister wäre, überrascht mich nicht. Also, Taktika wäre halt schon cool. Oder ich mache einen auf Chrom und Lucina und bin Lord. Meine Rakete wäre natürlich auch geil. Ich werde einfach zu Gregor. Ja, Nico, ich weiß. Wir haben das eiskalt da rausgenommen und nichts dazu geschrieben. Das fand ich auch etwas seltsam, aber gut.
Was denn? Mit Gameswelt und dem Conquest LP. Magier, Assassine, Manakete, ganz viel Manakete. Ellie wird zum Hasen, das überrascht mich auch nicht. Magier, Großmeister, Assassine, Taktiker wäre episch. Ich wäre ein Narr. Ja gut. So, der muss noch Gengar fangen. Ja, Dunkelschwinge wäre auch nicht schlecht. Einfach der Gengar? Ja. Simba! Ich finde, beim nächsten Pika-Armee-Treffen sollte sich einfach jeder als in der Lieblings-Fire Emblem-Klasse verkleiden. Das wäre mit Sicherheit lustig. Ja. Was muss man jetzt dafür Gold machen? Na, guck mal, wir haben V bekommen. Ah. Oh, du hast nun 300 Arten für mich erforscht. Hervorragend. Du musst nun bereit sein, die Nummer 9 Frostgipfel zu erforschen. Das darfst du dann gleich machen. Darf ich nicht erstmal V machen? Wir gucken, was für Gold. Elva-Serie. Ich war nah dran. Ich hab 10 gehabt. Hm. Du warst nah dran. Moment, da wollte ich nicht hin. Vielleicht nur einen Schritt nach rechts gehen. Mach nochmal den Haargipfel, vielleicht schalte ich ja so B noch frei. Ja, kannst du gerne tun. Boah. Level 70 Groudon. Cosplay für Fortgeschrittene. Wir haben tatsächlich überlegt, ob wir vielleicht zum Japan-Tag irgendwie in Fire Emblem Cosplays kommen wollen. Deswegen wäre das schon episch, wenn das jeder andere auch machen würde. Wobei ich immer noch nicht weiß, wen ich cosplayen will. Tarja. Nein. Eher Lucina, glaube ich. Olivia. Nein. Ich möchte mich nicht halbnackt cosplayen. Nicht? Nein. Na dann. Er war nah dran. Texo. Schiller. Ich weiß nicht, wann der Japan-Tag ist. Irgendwann im Mai. Gewöhnlich immer am letzten Maiwochenende, glaube ich, ist das. Oder vorletztes, je nachdem, was besser passt. Als Olivia. Nee. Eher Jan als Robin und ich als Lucina oder so. Weil Jan als Chrome und ich als Lucina wäre irgendwie seltsam. So vom Verhältnis her. So, was macht der für einen Angriff? Ja, jetzt hat das M gedrückt. 21. Mai. Und in Düsseldorf ist der. Irgendwie noch geschafft. Ja. Einfach alles drücken. Ich gehe jetzt Streichholz. Ganz nackt, einen roten Kopf bekomme ich da schon hin. Ja, ein erstes sind. Na, wobei die haben auch rote oder schwarze Köpfe. Wenn du nicht anzutippst, dann auch schwarz, aber wie? Guck, ich habe Silber bekommen. Cosplays musst du selber machen. Irgendwie die Klamotten selber zusammennähen. Das Kado war wirklich nicht ohne. Aber wir haben es erforscht. Du hast es geschafft. Vielleicht kommen wir über Fort zu B. Level 100. Nee, danke. Jan Scrollon-Bild aus Art Academy. Bitte schön. Danke. Du darfst das Victini-Bucht machen. Victini, Barmelin, Dictri, Ephoserb, Elfun, Haspiro, Palimpalim. Plaudergei? War das ein Plaudergei? Ja. Schweibus, Tassler, Tricke, Falo, Vipitis, Wabu. Fehlen den Victini die Hände? Ja, das ist wahrscheinlich vorm Körper. Und wie hieß nochmal der große Knubbel? Zytomega. Zytomega, genau so rum. Ja, man kann auch Cosplays kaufen, aber die sind echt sehr teuer. Ja. Wenn du gerne mal ein paar hundert Euro ausgeben willst, ja gut. Hier irgendwo gibt es angeblich ein seltenes Pokémon. Ich würde es zu gerne erforschen. Meine Güte. Sag doch, hier ist meine andere Stimme. Guck mal, 2000 Punkte, schaffst du doch. Vielleicht. So gerade noch. So gerade noch. Und Smackbook gibt's ja auch. Ja. Ich gehe als Badewanne. Gut. Und Ellie möchte Mystic cosplayen. Das kann ich mir vorstellen. Das ist halt so manch andere Mystic cosplays, ne? Ja. Blackberry. Alle gehen als Schrank. Das Wort war irgendwie länger als gedacht. Oder cosplayen wir einfach Slayer.
wäre irgendwie gruselig. Außerdem wüsste ich, dass es da groß zu cosplayen gibt. Hast du einen Schlüssel? Nein. Ich habe den Schlüssel aber ehrlich gesagt auch nicht gesehen. Hast du ihn gesehen? Nein. Ich muss dazu sagen, ich hatte tatsächlich mal überlegt, ob ich vielleicht meinen... Guck mal, du hast ein Donner-Design jetzt. Ob ich meinen Twitter-Avatar cosplayen möchte. Ja, cool. Ja. Und ich will eben gucken, wie das aussieht. Da ist doch sicher Pikachu drauf. Aus dem Steuerungsraum? Ja. Svenja Cosplay ist leicht. Ja, weil du genauso groß bist, die gleiche Haarfarbe und die gleiche Haarlänge hast wie ich, Ellie. Ja, ne? Oh, das ist so süß. Nochmal das V. Mal gucken, was die Silbermedaille ist. Ja. Ja, finde den Schlüssel und erforsche Victine in der Hütte. Dann halt mal die Augen offen, ob du irgendwo einen Schlüssel siehst. Ja, weil davon aus, du musst viele Kombos schaffen. Ja. Ja, Twitter-Avatar wäre halt auch echt episch, aber mit den Haaren könnte schwierig werden. Zur Not Perücke. Ja. Ich cosplaye Jan. Nein. Ich cosplaye diesen Jesse 666. Kann es sein, dass man alle Steine kaputt machen muss? Was ist das hier? Krass, ja. Hast du nicht alle Steine kaputt gemacht? Ich glaube nicht. Na gut, an dem Stein steht aber auch nichts dran. Ein seltenes Pokémon. Ah, guck mal. Trickefalo hat den Schlüssel. Also muss einfach Glück haben, dass ein Trickefalo kommt. Ja, und schnell sein vermutlich. Mhm. Das ist ein goldener Stein. Ist nicht gut. Total. Ich cosplay mich selbst. Das ist immer gut. Ich wollte mal von Freunden in Dortmund vergessen. Das ist nicht so gut. Mit? Du hast irgendwie einen Fehler gemacht. Aber es stand doch da, dass ich alles geschrieben hatte. Ja, eigentlich schon. Das war ja, Schriftzug war doch komplett in Farbe. Ja. Irgendwas muss ich nochmal machen. Okay. Hm. Na dann. Das war seltsam. Ja, ein bisschen. Und ein L. Okay. Mhm. Aber wenn man von bei Schwalboss davon ausgeht, das könnte 2L sein, aber sonst würde es ja Schwalboss heißen. Ja. Aber gut. So manchmal. Ich muss einfach eine neue Serie machen, damit die Gefahr auftaucht. Da habe ich die jetzt kaputt gemacht. Ja. Offensichtlich. Ja, das muss alles wieder ein bisschen besser sein jetzt. Was denn ja? Sei mal ein bisschen besser. Echt mal, was kannst du eigentlich? Hm, das war seltsam. Schon so ein bisschen. Let's try this again. And again, and again. Hm. Ich weiß auch nicht, ob man jetzt hier schnell sein sollte. Oder lieber vorsichtig. Keine Ahnung, wir müssen einfach nur 10 Pokémon in Folge fangen. Ich kann ja gleich mal gucken, wann die Farbe dann vielleicht auftaucht. Ah, bei 9 Punkten. Trikefalo. Trikefalo? Huch. The Guy. Da liegt ein großes Haar auf meiner Tastatur. Nicht meins. Blau The Guy. Ich habe Haarausfall, oder was wolltest du mir damit sagen? Ja. Nein. Svenja kommt einfach als Pikachu. Ja. Vielleicht musst du ein bisschen warten, bevor du es fängst. Ich hab keine Ahnung. Hey. Komischerweise direkt geklappt. Vielleicht bin ich abgerutscht vom letzten Mal. Das kann gut sein. Trikefalo. Trikefalo. Du hast nebenbei direkt die Goldmedaille. Wow. Kannst ja gucken, was du dafür getan hast.
Wahrscheinlich 40.000 Punkte. Ja, so gut. Oh, du hast Victini erforscht. Bei mir wäre es sofort abgehauen, sobald ich nur einen Finger auf die Tastatur lege. Ja, 40.000 Punkte. Ja, ne? Immer noch kein B. Vielleicht übers N. Das kann sein. Ist da eine Verbindung zwischen, N und B? Stimmt. Dann lass mich mal N machen. Die N-Steilküste. Was haben wir denn da? 10.000 Punkte, was aus Mautzi keiner deinen Münzen stiehlt. Ach, ich erinnere mich an das Level. Stimmt. Das wäre schon halt cool, wenn wir alle Level mal zeigen könnten. Auch wenn es nicht auf Gold ist, aber zumindest mal zeigen. Bist du schnell? Kann man da Buchstaben eintippen? Hallo Kirby Cake! E-T-Y-K. Na, Shiggy. Shiggy! Mautzi! So, du kannst mir gerne die. Oder? Ja, ich gucke mal selbst. GDO. VX. VX. Das ist selten! Tito. Das ist. Charmian, ich dachte, fehlen. Fast. Pichu, ja. Knaspi. So. Jetzt will die beiden vorderen sein. Artibus. AV. Bekommen? Ja, ich glaube schon. Oh, Aerobic mit Cosilla aus Pokémon Channel. Ich muss das irgendwann mal auf YouTube machen. In welcher Form auch immer. Did I do it? Silber! Silber! Was ist das denn? Ich habe Silber gemacht. Ja. Das kommt nicht besser zu. Jetzt haben wir B. B. Was machen wir für Gold? 35.000. Oh Gott. Ja, gut. Verhauen. So, was fehlt uns denn jetzt überhaupt noch? Ich weiß halt nicht, wie man an die ganz links dran kommt, weil da ist ja keinerlei Verbindung. Mm-mm. Genau wie Null. Gut, wahrscheinlich, wenn du genug Pokémon hast. Axontigü. Und ganz oben rechts. Auf Axontigü kommst du über Plus. Stimmt. Der Plus-Teich. Was muss man denn hier machen? 5.000 Punkte. Mein Let's Show zu Pokémon Channel ist schon ewig weg, Ellie. Ewig. Was ist so denn hier? Schallquark. Ah, das war das, wo die so schnell sind. So, da. Aber ich weiß nicht, ob ich irgendwann ein neues Let's Show mache oder so ein Mini-Let's Play dazu. Muss ich mir noch mal überlegen. Branavaz. Aber gerade so noch bekommen, aber trotzdem vertippt. Pokémon Uranium habe ich ehrlich gesagt nicht vorzuspielen. Fand ich jetzt nicht so interessant. Soda Chita. Karippas! Oh, das hört sich so dumm an. Mordabell. Kai, das war Weihnachten 2012. Da warst du auf dem Kanal noch gar nicht. Aber das war auch mit so unglaublich schöner Qualität. Deswegen gibt es das schon lange nicht mehr. Yay! Ich hab Silber. Sehr schön. Der Plus-Teil und Minus mehr. Ich glaube, was war ein Minus? Das TPLP ist gar nicht weg, das steht nur auf nicht gelistet. Es ist noch da. Warum tust du sowas? Ich will es neu machen. Wenn ich mal Zeit habe. Und da haben wir Axontigü. So, mal gucken, was ist Minus? Minus war der Minusweg. Für die, die es wissen wollen. Ah. Was braucht man hier nebenbei noch für Gold? Eine 14er-Serie. Was habe ich gemacht? Weil du hast da oben schon eine 15er-Serie. Nee, 11er. Ja. Ich lösche Let's Shows nicht. Ich lösche sie nur, wenn sie total schlechte Qualität sind und alt sind. Also ich habe nicht vor, noch irgendwas zu löschen. Und selbst wenn, ist das immer noch meine Entscheidung. So, du hast B und Axontigü, was du machen kannst. Ich gucke gerade eben die drei links. Keine Ahnung. Die 0. Ist wahrscheinlich durch ganz viele Pokémon. Also sag mal, freischalten können wir durch Verbindungen nichts. Nur noch durch Pokémon. Ja, und das wäre dann wahrscheinlich die 0 dann noch. Also Axon 9 müssen wir noch, ne? Ja, und B. Axontigü-Strom. Ja gut. Ja gut. Was ist denn gerade eben für ein Pokémon? War die Flasche nicht gerade noch voll? Nein.
Was ist jetzt bitte das vierte Pokémon? Ist das ein Garados? Ja, sicher. Sieht sehr seltsam aus. Was haben wir denn da sonst noch? So Wingulls, das ist als Dosaring, Sumpex und Sedraking. Yay. Agogoma Reloaded. Molga, Garados. Was ist das dahinter? Zwischen Garados und Krebskor. Ich hab keine Ahnung. Milotic, Pikulente. Na dann. Go, go, go. Go, go. Na dann. Erforsche es im Accent du Strom. Warum ist da noch ein S hinten dran? Keine Ahnung. Das habe ich nie verstanden. Schönes Pokémon. Let's Play Together Tastenabenteuer mit Zui. Vielleicht war das eben Olga. Nee, das war noch extra. Das war Goldking. Das sah aber echt verkrüppelt aus. Krebskorps. Korps. Kleiner. Kleiner. Kleiner 3. Sidraki? Nee. Supex. Und Minus. Supex. Das ist doch gut. Ah, oh, die Polente. Polente. Dann bin ich mir echt unsicher, wie man gewisse Sachen schreibt. Ja. Kenn ich. Die sind unter Wasser jetzt? Special Effects. Das müssen wir haben. Und? Hallo. Ich wollte irgendwie erstmal einen Barschuss zahlen. Das ist bestimmt das seltene Pokémon. Oder Fiona. Kai, ich hab was für dich. Ist zwar kein Manaphy, aber so ähnlich. Aber ganz knapp. Du hast sogar Silber dafür bekommen. Kai, nimmst du auch Fiona? Nicht schlecht. Ja, das lief doch ganz gut. Mit zwei Fingern wohlgemerkt. Mhm. Du hast Fiona erforscht. Wow, Fiona ist ein seltenes Pokémon, ist ja ein Ding. Was musst du für Gold jetzt noch im Theoretik? Oder was hast du jetzt für Silber gemacht? Ah. Ich musste die Stämme alle kaputt machen. Nehme ich auch. Und das war das andere war? Also wahrscheinlich einfach eine gute Kombo. Na dann. B. B? Achso, B mussten wir auch noch machen, stimmt. KX Manaphy, so in etwa. Aerodactyl, Bolterus, Despotactyl, Texo, Hypoterus, Lakrak, Lakrak, Makakamba, Panpyro, Rabigator, Sandama, Sedimantus, Skorgla und Sonfel. Aha. Kabbala war der wahre Boss. Mhm. Aerodactyl ist auch so doof zu schreiben. Aerodactyl. Vorsicht vor dem Biesumfang! Mit seinen Kopfnüssen habe ich schon schmerzhafte Erfahrung machen müssen. Mana Kai. Oder Kainafi. Kaifi. Kaifi. Das okay. Kaifi. Oh, das Bisofunk. Damit kennst du dich ja aus. Mhm. Auch wenn Pampyro hässlich ist, aber. Uff. Das trifft ja eher auf jedes, jede zweite Entwicklung der. Die sind auch Starter zu. Piplin und Chalcarain sind auch nicht schöner. Nee. Kann ich echt sagen, die erste Stufe der Sinnoh-Starter sind alle doch ziemlich süß. Die zweite Stufe sind alle ziemlich hässlich und die dritte Stufe sind alle ziemlich cool. Kurz irgendwie nicht identifizieren können. Hippo, Zeus. Volterus nebenbei nur mit einem R. Ich glaube, du versuchst mit zwei zu schreiben. Eigentlich nicht. Ja, du hast an der Stelle dann kaputt gemacht. Okay. Also eigentlich habe ich es nicht versucht, mit zwei R zu schreiben, weil das ziemlich dumm aussehen würde, aber okay. Der Querz hat nur 1500 geschafft. Oh, du hast nur 320 für deine mich erforscht. Hervorragend. Du musst nur bereit sein, mit die Null-Mitternachts-Villa zu erforschen. Viel Erfolg. Guck mal, nur direkt beide da oben auch jetzt. Sehr schön. Was haben wir denn da? Huch! Oh,
Der Froschgipfel. Was? Der Froschgipfel? Frosch. Du bist auch so ein Frosch. Der Froschgipfel. Du kriegst Mitternacht. Ich nehm Frosch. Ja, der Froschgipfel. Botogel, Fianonte, Jugon, Keifel, Kussila, Mammut, Klibrin, Rex, Blizzard, Seejong, Seemops, Schneebedeck, Siberius, Nibunas, Nibel und Walreiser. Aha. Mammut. Willst du eine Pause machen? Will ich? Weiß nicht. Könnten wir eigentlich mal machen, ne? So nach einer Stunde, über einer Stunde. Der Froschgipfel. Dann machen wir ein Päuschen. Wenn Jan das so sagt. Machen wir den 3DS einmal zu, ihr kriegt Musik. Ich war so in meinem Element, dass ich das ganz vergessen habe. Ja. Und keine Pausebildschirm? Nee. Dann kann man den Chat in der Aufzeichnung nie lesen. Da kannst du genau das Bild einmal anlassen, damit dann ist wenigstens nicht einfach alles schwarz. Ja, dann habe ich Hintergrundmusik. Und ich will gerne Playlist-Musik haben. Ich müsste immer am Pausenbildschirm basteln, wo man den Chat auch sieht, aber ich bin zu faul. Auf jeden Fall machen wir kurz eine Pinkelpause. Mhm. Ja, die Musik ist echt schön. Mhm. Meine Güte, warum landen eigentlich diese ganzen E-Mails von wegen der und ihr folgt dir jetzt auf Twitch immer in meinem Spam-Ordner? Dein E-Mail-Programm will dir was damit sagen. Ich merke das schon. Sagt auch mal, ey, das ist voll unwichtig. Ja, ich glaube auch. Boah, Pause-Bildschirm. Das müsste aus Ora sein, oder nicht? Ja. Sinjas Team? Mhm. Oder halt Amalias. Richtig. Meine Playlist hat halt Geschmack. Mhm. Ist immer noch warm hier drin. Mhm. Jan gibt scheinbar jede Menge Hitze ab. Tja, ich bin halt heiß. Bist ein ganz schönes Wärmekissen. Wo ist eigentlich der Fächer? Au, du sollst mich nicht mit dem Fächer schlagen? Au! Ah! Ja doch, der Fächer ist echt angenehm. Mhm. Ich bin dafür, du tippst ab sofort nur noch mit einer Hand und fächerst mit der anderen. Ja. Hör auf, mich mit dem komischen Fächer zu schlagen! Ich hab schöne Musik für dich. Aus Tales Auxilia 2. Ich höre sie kaum. Ziemlich leise. Hilfe, da passiert was. Ja, lass Svenja leben. Nö. Ich übernehme jetzt diesen Chat. Den Chat? Den Stream wollte ich eigentlich sagen. Vorher bewerbe dich mit meinen ganzen Amiibos. Einer davon ist meiner. Na und? Den bewerfe ich dich auch. Mega Man ist auf meiner Seite. Aber Mega Man hat keine Chance gegen Kirby, Meta Knight, Pikachu, Yoshi, Lucina, Robin, die Inklinge und meine drei Wolljoshis. Doch. Nein. Mit meinem Ultra Smash, indem ich vier andere Mega Mans hole. Selbst dann nicht. Wir brauchen Svenja noch. Ich besiege die alle Buster Only. No Damage. Ja. Das ist schon das erste Bojan. Jetzt erst. Ich bin enttäuscht. Pika Me formieren und Janschellen laden. Aber ich bin immun gegen Janschellen. Die stärken mich nur. Wenn sie in deinem Gesicht landen, weiß ich nicht, ob du da so immun gegen bist. Wie gesagt, die stärken mich. Ich absorbiere jede Janschelle, die mich berührt. Ach so. Ich würde den Mega Wolyoshi liebend gerne haben, aber der ist einfach wahrscheinlich zu teuer. Mag mir den jemand schenken? Nein, natürlich nicht, aber... der ist mir, glaube ich, einfach zu teuer. Sonst würde ich ihn mir wohl holen. Und der würde hier nicht mehr auf den Schreibtisch passen. Naja, der würde ja wahrscheinlich so ein bisschen die Sicht blockieren. Kann man ja woanders hinstellen. Die ganzen Amiibos kommen ja sowieso in der Vitrine demnächst. Die sind total zugestaubt. Ein bisschen. So vor allem die Älteren. Was geht aber eigentlich? Ich habe die zwischendurch mal abgeputzt.
Cool, die stechen mich schon mit Mistgabeln. Ja. Heißt, ich bin jetzt auch Mist? Wenn ich mit der Mistgabel gestochen werde? Ja, das ist quasi meine Webcam. Schwarz. Schwarz in deine Seele. Da hinten. Ja. Hinterm Monitor irgendwo. Das heißt, wenn die jetzt angehen würde, würde man die Wand sehen. Richtig. Und vielleicht ein paar deiner Nekos. Die nach links. Das ist vollkommen korrekt. Für den Fall, dass sie zufällig angehen sollte, wenn sich jemand in deinem PC hackt. Während des Streams. Ja. Intelligent, intelligent. Was kommt jetzt zur Musik? Schöne Musik. Stratos? Stratos. Mit Sandstürmen an. Immer diese fiesen Sandstürme. Ja, der Root Sandstorm, ne? Ja. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, aber... Darf ich hier einen abschießen? Mit gewissen Sachen bestimmt. So Tomaten oder so, fände ich lustig. Ich mag Tomaten. Aber bitte noch ein bisschen Feta mit dazu schmeißen, das ist lecker. Dann schnappe ich mir so einen Teller, fange es auf und mache einen Salat draus. Ja, ich habe schöne Musik in der Playlist. Ich müsste sie nur mal erweitern. Wenn ich meine Playlist komplett durchspielen lassen würde, dauert das 2,4 Tage. Angeblich. Jo. Drachenstein rausholen. Ich warte auf den Angriffsbefehl. Taktikerin Svenja? Ja. Boah, wenn ich so einen Mantel anhätte jetzt, ich würde mich totschwitzen. I wanna kill you. Ach ja. Wer ist diese Rakete? Twitch Raid. Ja, ne? Okay. Darahan? Wer ist Darahan? Meint er vielleicht damit Darai? So sehr vertippen kann sich nicht mal Kai. Darahan-Dullahan-Mischung? Kai, wer ist Darahan?